Messingpanzer. Das ist eine Robe? Sehr cooler Aero-Sound. Ist ja cool, dass man Enten-Sound da hört. Wie geil ist das denn? Ei. Aber wo kann man die Wertesteigerung sehen? Man kann nur Schuh plus 5 sehen, also Schuss plus 5. Oder so. Wen gebe ich das jetzt am besten? Ich gebe es einfach jetzt mal Rio und gut ist. So. Bevor ich mich da noch schwerer tue. Gut. So. Will ich mal sehen, was sich mir jetzt entgegenstellt. Wieder Bonbons. Zeit für Bonbons am Spieß. Im Prinzip vereinfacht dieser Vereinigungsangriff schon das Ganze ungemein. Aber es hat auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen angenehmer in den Anfangsgebieten noch durchkommt. Na komm, die machen wir so platt. Es sind nur 3 Killerbienen. Gut, das war vielleicht auch die beschissenste Wahl. Oder auch nicht. Die haben ja absolut nichts aus. Ah, Speicherpunkt. Der Kristall des Reisenden leuchtet. Willst du speichern? Yes. Gibt's also auch wieder wie im ersten Teil. Da wird wahrscheinlich gleich ein Boss kommen. In dem Fall das Nebelmonster. Dann bringen wir das Nebelmonster zur Strecke und können nach Hause. Obwohl. Erstmal muss ich noch ein paar Hasen vernichten. Jetzt ist Schicht im Schacht. So, wo ist jetzt das Monster? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Rio, hier kommt es. Da ist es. Dunstschirm. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir dich nicht platt kriegen. Feuer frei. Brenner. Naja, gut. Okay, das ist nicht gut. Joey hat's erwischt. Aber zum Wiederbeleben habe ich natürlich nichts, ne? Dann müssen wir jetzt ohne Joey weitermachen.
Ich kann ihre Feuerrune benutzen. Alles klar. Dann ab dafür. Ja, gut. Wolgan kann nur verteidigen. Und Angriff. Naja, doch. Ist schon guter Schaden. Bitte nicht nochmal auf Rio. Nein, die nächste ist weg. Oh, shit. Ich muss eine Medizin nehmen. Und angreifen. Okay, nach diesem Angriff ist er dann auch natürlich ausgenockt. Ah, scheiße. Dann mache ich jetzt erstmal eine Heilrunde. Gut. Hoffentlich reicht das. Das hat sich verwandelt? Ich weiß nicht, ob ihr das gefallen will. Okay, Attacke. Zeigt sie ihm. Gut, wir werden gebrutzelt. Okay, der Schaden geht aber noch. Trotzdem ist mit diesem Vieh nicht zu spaßen. Ich lasse sie erstmal heilen. Sei gegrüßt, Univice. Nochmal Brutzelparty. Lammrösterin. Ich muss Rio nochmal heilen. Okay. Auf geht's. Verbrutzel es. Bolgan, halte noch ein bisschen durch. Jetzt hat wieder diese Form angenommen. Bolgan. Ja. Und Ailey heilt sich auch. Ja, Bolgan wäre jetzt auf jeden Fall tot. Okay, das Ding spielt mit uns. Aber wir genauso. So. Los, Bolgan.
Ich hab's besiegt. Leider mit zwei gefallenen Gefährten, ne? Aber immerhin. Das war schrecklich. Du hattest recht, Rina. Es ist gut, dass Rio und sein Freund mit uns gehen. Das kann man wohl sagen. Rio und ich hätten es nicht alleine geschafft. Nee, definitiv nicht. Ich habe Hunger. Gehen wir weiter. Ich glaube, dass wir bald da sind. Yay. Bringen wir diesen Berg hinter uns. Oder diesen Sperlingspass. Wenn man so will. Aber mein Glück kommen wahrscheinlich noch ein paar Monster. Moment. Erstmal was dagegen tun. Gut. Alle wieder fit. Und direkt jetzt kommen natürlich wieder Monster. Egal, die beiden machen sowieso jetzt kurz einen Prozess. Und tschüss. Doppelschlag. Zweimal Angriff. Beschleunigung mal 2, wenn Zähler. Was? Was für ein Zähler? Okay, also ein Ausrüstungsgegenstand ist das definitiv nicht. Ist also auch nur einmalig für einen Kampf. Na, zwei Wege. Ich muss wahrscheinlich weiter nach Norden, um weiterzukommen. Killer Bean! Ach Mensch. Euch hatte ich ja lange nicht. Na los, schnappt ihr euch. Dann will ich doch erst noch hier nachgucken. Oh ja. Ein Hut mit Feder. Verteidigung plus 3, Geschwindigkeit plus 3, Windwiderstand. Da würde ich sagen, das hätte ich für einen Boss gebrauchen können, ne? Gebe ich das mal Joey. Weil der hat nämlich noch gar keine Kopfbedeckung. So. Gut. Mehr Killerbienen, gleich mehr Bienenstiche. Die Nachspeise ist auf jeden Fall gerettet, Dude. Bienenstich ewig lang nicht mehr gehabt. Ja, dann wird's Zeit. Das ist mal wieder welches ist. Also bei mir ist noch gar nicht so lang her. Wenn ich ehrlich bin. Im letzten Jahr hatte ich das Vergnügen, mal via Bienenstich zu essen. Oh, wir sind doch noch nicht... Oder ist das jetzt das Ende? Nur noch etwas weiter nach Norden und wir können die Stadt Chiaro sehen. Los, Rio! So, dort werden wir uns also trennen. Oh. Schade, ihr wart ein cooler Trupp. Na gut, jetzt gehen wir also getrennte Wege gleich. Nee, ist es ja auch nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich könnte gerne auch wieder was davon verdrücken. So ist das nicht. Wir sind angekommen. Chiaro. Die Heimatstadt. Endlich sind wir zurück, Rio. Oh, das ist also deine Stadt. Wirklich hübsch. Hier müssen wir uns verabschieden.
Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reisen. Wir hatten ja nicht lange das Vergnügen. Wo wohnst du denn? Vielleicht kommen wir das nächste Mal vorbei, wenn wir in der Stadt sind. Nun, mein Haus ist im Norden, wo die Straße endet, und Rios Haus ist im Westen. Biegt einfach an dem Weg nach links ab. Okay, danke. Bis später. Gebt gut auf euch acht. Machen wir. Ihr drei auch. Ja, und weg sind sie. Rio, dieser Anführer der Söldner macht mir Sorgen. Ich gehe direkt nach Hause. Nanami wartet bestimmt schon und du solltest auch heimgehen. Aber sei bitte vorsichtig. Ich sehe dich später. Alles klar, Joey. Bis später. Ich will mich trotzdem hier erstmal ein bisschen umsehen. Hier sieht es zumindest noch friedlich aus, ne? Es tut mir leid. Alle sind so erregt. Du bist Rio, nicht wahr? Was machst du hier? Beeil dich und lauf davon. Okay, was geht hier vor? Ich werde mich auch freiwillig melden. Wir können nicht einfach hier herumsitzen und sie so davonkommen lassen. Der Friedensvertrag war eine Falle. Die vom Stadtstaat sind doch alle nur Feiglinge. Alle! Na, hier kann ich schlafen, ne? Was kann ich... Rio, was machst du hier? Du solltest mit Nanami möglichst weit fortlaufen. Okay, er kostet nur 100. Brauche ich gerade aber nicht. Ich könnte aber noch speichern. Das sollten wir definitiv ausnutzen. Dann ist der Boss definitiv abgehakt. Tja, Rabe, nicht nur ich habe diese Eigenart. Nicht schon, als wäre das weiter so schlimmeres Betitel. Eichhörnchen geht voll klar. Hey. Wenn du dich nicht beeilst, haben wir auch Ärger. Du solltest davonlaufen. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Naja, doch. Oh. Ich reise umher und sammle alte Geschichten von Menschen, die ich treffe. Ich hörte, dass in der Stadt einmal ein Held lebte, aber niemand erzählt mir mehr als das. Ist, ja, dann eine unfertige Geschichte, würde ich sagen. Die Geschichte des verloren gegangenen Heldens. Und wie sie endet, wir wissen es nicht. Was für eine schreckliche Sache. Die Einhornbrigade hat das Herz und die Seele dieser Stadt. War das Herz und die Seele dieser Stadt. Und nun sind sie alle weg. Zerschlagen. Oh, Captain Rout ist erstaunlich. Ich hörte, dass er während des Angriffs des Staates so tapfer war. Er war ein Verräter. Tapfer. Puh. Dass ich nicht lache. Ja, was kann ich für euch tun? Was? Du bist Genkakus Junge? Na, mehr hat ihr uns nicht zu sagen. Na, hier ist noch jemand. Hallo. Was? Du bist Rio? Du hast es sicher zurückgeschafft. Ja, wie du siehst. Was Krug mit Pickles? Wart ihr echt zu faul, Pickles in Gurken zu übersetzen, Konami? Holzkiste. Blumenvase. Holzkiste. Fass gefüllt mit Wein. Okay. Was machst du denn? Es ist Rio, du Verräter. Mein Sohn starb wegen dir. Dafür wirst du hängen. Ah. Na, wir sind auf jeden Fall nicht gerade beliebt in dieser Stadt. Zumindest nicht mehr. Weißt du es schon? Mein großer Bruder ist nicht zurückgekommen. Ich fragte meine Mutter, aber sie weiß auch nicht, wann er zurückkommt. Eieiei. Also bei ihr ist die Nachricht noch nicht durchgedrungen.
Das ist gut möglich, ne, Dude? Sie wird's uns nur nicht geben. Hey. Hey, ich hab dich doch schon mal gesehen. Du bist doch aus dieser Stadt, nicht wahr? Hast du schon gehört? Der Junge von Atreides. Er war in der Armee, aber jetzt behaupten sie, dass er ein feindlicher Spion sei. Warum nur? Der Junge hatte doch alles, was man mit Geld kaufen konnte. Es sieht so aus, als hätte ihn der Junge aus dem Sportverein verführt. Ah, Hilfe, Hilfe! Okay, die beiden Frauen sind seltsam. Und wie sieht's hier drin aus? Bruder, bist du es? Was? Ist es nicht? Ah, du bist es, Rio. Rio, hör mir zu. Wegen meiner Augen. Wenn mein großer Bruder reich wird, wollte er mich zu einem berühmten Arzt in der Toran-Republik bringen und meine Augen heilen lassen. Oh Mann, ich kann es nicht erwarten. Ich möchte gern sehen, wie du aussiehst, Rio. Ich wette, du siehst cool aus. Oh ja. Aber Aussehen ist Ansichtssache. Man sollte Leute nie nach den Äußeren beurteilen. Reisezeitschriften. Medizinbücher. Primel ein Fenster. Okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Korb gefüllt mit Feuerholz. Und dann ist das ein Kamin. Den wir nicht angucken können. Okay. Na gut. Ja. Pickles geht leichter von den Lippen als Gewürzgurke, aber trotzdem Gurke hätte gepasst. Man muss ja nicht direkt Gewürzgurke nehmen, Dude. Okay, da dürfen wir auch nicht lang. Es wird sein, Dude. Sie vernichtet gerade den ganzen Bienenstich. Ohne uns. Es sieht so aus, als hätten wir wieder Krieg. Alle schreien nach Blut. Ich kann auch nicht vergeben, was der Stadtstaat getan hat. Aber Krieg ist Hölle.